Ich habe auch im Nachwuchs U19 oder A-Jugend damals beim VfL gespielt, aber hat nicht gereicht. Da saßen wir alle so wie jetzt hier in der Kabine zusammen und dann hat der Trainer gesagt, du ja, du nein, du nein, du ja. Und heute führen wir mit 7 Mann ein Gespräch mit einem Spieler, Psychologin dabei, Eltern dabei. So haben sich die Zeiten geändert. Musstest du früher mit klarkommen. Dass heute viel mehr Einfluss genommen wird, auch von den Verantwortlichen, von den hauptamtlichen Verantwortlichen, wo man halt auch relativ schnell auch erkennt, ist da ein Junge mal überspielt, braucht der eine Pause, ist der schlecht in der Schule, muss der da mal ein bisschen mehr machen. Das sind alles Dinge, die ich finde, die in die richtige Richtung gegangen sind. Also Schnelligkeitstestungen, Sprungkrafttestungen, Ausdauertestungen. Wir haben eine Sportpsychologin, die dann noch den mentalen Bereich testet. Ich glaube, wir testen manchmal ein bisschen viel. All diese Dinge zusammengenommen führen möglicherweise dazu, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Spiel auch immer mal wieder angestupst werden muss. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch genau an allen Werten, die du hast, an der Videoanalyse, die dazukommt. Dann kommt Westfalen-Auswahl, Lehrgänge, Jugendnationalmannschaft. Die Jungs stehen um 6.30 Uhr auf, gehen in die Schule. Dann steht der Bus vor der Tür und abends um 9, halb 10, 10 sind sie zu Hause. Und irgendwann bist du einfach platt und bist durch und dann erkennen wir das eben auch und nehmen die raus. Aber Alex, bei mir war es so, ich konnte überlastet sein, wie ich wollte. Da hat der Arthur angerufen und hat gesagt, so, muss morgen spielen und dann da kannst du nichts sagen. Ja, dann machen wir es jetzt auch wieder so. Nichtsdestotrotz war ich auch im Jahr 1997 in Trabzon mit dabei, ähnlich wie der Kai, glaube ich. Ich habe auf der Tribüne gesessen, der Kai leider hatte, auf der Bank. Ja. Er hatte dienstlich zu tun. Ja, und da ist so ein bisschen halt auch die Liebe, sag ich mal, für oder der Weitblick für Auswärtsfahrten außerhalb des VfLs entstanden. Vielleicht als Beispiel, damals in Japan, Gamba Osaka gegen Vissel Kobe. Da waren 4 Kapos auf dem Zaun, die Menge da eingeheizt haben. Man hat sich 20 Minuten vor Spielbeginn noch mal rausbegeben. Dann wurde man richtig eingepeitscht, was man auch gleich machen muss. Dann wurde wirklich 90 Minuten wurde voll supported. Das ist auch wirklich voll Gesang, 90 Minuten Vollgeschrei. Das Problem war nur, Vissel hat 2-1 verloren gegen Gamba. Und mit Abpfiff wurde dieser Support eingestellt. Und dann sieht man halt vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied zu Deutschland. Die Mannschaft von Vissel Kobe ist dann in die Kurve gekommen, hat sich so 4-5 Minuten richtige Beschimpfung angehört von allen, hat sich dann verneigt und ist in die Kabine gegangen. Und das ist dann so ein bisschen, da hatten die alle ein gutes Gefühl und konnten dann auch nach Hause gehen. Und ich hatte dann, Kai hat es vorhin gesagt, einen Förderer mit Bert van Marwijk, der beim Derby, als wir gegen Schalke gespielt haben, auf der Tribüne saß und nach 15 Minuten den Jugendleiter gefragt hatte, wer ist das? Da haben die gesagt, ja, das ist Nisa mit den Kaldiskan, der könnte bald zu den Profis spielen. Da hat er so, nein, ich meine nicht die Nummer 10, ich meine den Kleinen mit der Nummer 6. Und die so, ja, das ist Kruska, aber von dem erwarten wir jetzt nicht so viel. Er sagt, ja, der trainiert aber morgen bei mir, bei den Profis mit. Also so ist...